Das war eben schön. Danke, Ronny. Ja, war ein toller Spaziergang jetzt. Ich hole dich nachher um 14 Uhr ab. Ja, freut mich schon. Ja. Und am meisten freut mich, dass du mir gerade gesagt hast, dass deine Schwester auf den Hund aufpasst und du mitkommen kannst zur Soundparty. Da freue ich mich. Ja, sehr so, ja. Ja. Wenn ich daran denke, dass ich den N mitgenommen hätte, der mich nur blamiert, ja, um Gottes Willen, oh Gott sei Dank kommt der nicht mit, ja, jedenfalls nicht mit mir, der kann ja alleine hinfahren, wenn er will, ja, aber ich habe mit dem nichts mehr zu tun, weil das, was auf ihn jetzt da zurollt, das ist nicht schön, ja, und das wird ihn richtig wehtun, mir hat es nämlich auch richtig wehgetan, ja, er hat einfach nicht begriffen, worum es mir bei ihm ging, ja, und das ist dann jetzt sein Problem, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr für ihn. Ne? Das ist vorbei. Ja? Ja. So, Manuel, weiß ich noch nicht, ob der mitkommt. Der sagt mir das morgen. Ja, ich hoffe, er kommt auch mit. Ja, und das reicht dann auch. Ja, also zwei Leute ist genug. Ich wollte zwar erst mehr einladen, aber da das hier immer alles so unsicher ist und so ungenau, was ist los hier? 2 Millionen Sek in 15. Geil! Nee, ich bestimme, wann ich upgrade. Ja? 2.615.151 Infektionen habe ich in 15 Tagen erreicht. Da bin ich doch zufrieden, oder? Geil! Natürlich, wenn werde ich, sobald ich es mir leisten kann, einen anständigen Schutz mir besorgen. Ja? Aber noch ist es überflüssig. Erstens muss ich noch klären, wo ich überall unter Umständen was kostenpflichtig habe. Ja? Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt eine Stelle, wo ich mich informieren kann. Meine Einzelverhelferin macht das für mich. Ja, finde ich sehr nett, dass sie sich darum kümmert, weil ich habe zu ihr gesagt, na wenn, dann räume ich richtig auf. Ja, also Insolvenz dieses Jahr noch. Ja, und alle Internet muss auch alles überprüft werden. Ja, weil ich bin so oft angemeldet. Und die auch immer wieder dann ruft, weil ich ja immer denke, die muss doch auch, wenn da umsonst steht, muss es doch auch umsonst sein, was es ja nicht ist, wie ihr wisst. Ja? Und ich die auch bloßstelle, ne? Diese ganzen Verbrecher da mit ihren Sexscheiß. Ja? Ich meine, ich liebe Sex. Ja? Das ist nicht so, dass ich den nicht liebe, aber ich bezahle dafür nicht. Ja? Ich bin ein Erlebnis. Ja? Bei mir hat sich noch nie eine beschwert. Noch nie. Ja? Und von daher habe ich genug Selbstvertrauen, ja? Um zu sagen, ihr könnt mir alle am Arsch lecken. Ich bin, ich bezahle für Sex nicht. Ja? Mach ich nicht. Aus und basta. Würde mir nie einfallen. Ich lasse mich auch nie bezahlen. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, wie Kalle zu mir sagte, du bist doch bescheuert, sei doch froh über den 100er. Nee, ich kam mir bezahlt vor. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, vielleicht, nein, ich will dafür kein Geld. Aus und was da dabei bleibe ich. Ich wollte schon wieder nachgeben und sagen, naja, ich kann mir. Nein! Sex, Liebe ist bei mir umsonst. Also nicht umsonst. Umsonst ist der Tod und nicht mal der. Ja? Aber dafür will ich kein Geld. Ne? Ja, mir reicht, wenn der andere glücklich ist, dann bin ich zufrieden. Natürlich will ich auch glücklich sein. Darauf habe ich früher nicht so geachtet, heute achte ich darauf. Ist ja mein gutes Recht, oder? Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Da-di-da-da, so wunderbar. Ich bin mal gespannt, was mit Manuel ist. Das interessiert mich ja wirklich. Weil der in meinen Augen sehr vernünftig ist, der geht noch arbeiten, ja, der ist gesund,
Ja, wenn ich mit dem schwimmen gehe, muss ich mich nicht schämen. Ja, bei dem Ende hat den Rücken voller Pickel, ja, dass man das weglaufen kriegt. Der macht Frauen an, die er nicht anzumachen hat, ja, und so weiter. Der wird nie eine Frau kriegen. Ja, warum nicht? Na, weil er zu blöde ist. Der muss erst mal bei sich selbst aufräumen, was er nicht will. Okay, tschüss.